Das war's. Sehr gut. Vielen Dank. Sehr gut, ihr Scheiß, mein hier Ist das? Ist das Rico oder ist das bin das ich? Das kann natürlich jeder sein. Wer ist verkleidet, man kann es nicht so richtig. Ja, verdammt nochmal. Also sagen wir mal, es ist Rico. Rico ist einer der vier Pinguine aus Madagaskar. Gesprochen, soweit er möglich. Soweit er spricht, gesprochen von mir tatsächlich, der Rico. Es gibt noch Kowalski. Das ist Thomas D. Es gibt noch Private, das ist Mudo. Und es gibt Skipper, das bin ich. Und wir vier sind seit 9 Jahren die deutschen Stimmen der Pinguine aus Madagaskar. Frisches Red Bull. Herrlich. Ja, das sind eher so die... Ihr, du auch, oder? Ich trinke durchaus gerne Red Bull, aber auch gern Kaffee. Also die... Alles, was wach macht. Alles, was wach macht und die Konzentration steigert, finde ich gut beim Musikproduzieren, besonders Computerarbeit. Ich stehe ja eher auf die Sachen, die müde machen und die Konzentration lindern bei Musik machen. Aber darauf wollen wir jetzt nicht eher eingehen. Ich glaube, ich bin der am wenigsten Red Bull von uns trinkt. Ich weiß aber noch, dass kann gut sein, ja. Ich weiß auch noch, dass wir total also genau, da damals Graz. Da muss man noch ein bisschen ausholen, genau. Als Red Bull uns zum ersten Mal begegnet ist, da gab es das nur in Österreich. Und es war in Graz, im schönen Graz. Wir hatten einen Auftritt als Vorgruppe der Rapband Caveman. Nee, so lange ist es schon her? Ja, das war mit Caveman. Wow. Und ich weiß es noch genau, wir haben jeder ein oder maximal 2 Red Bull getrunken. Und das war unglaublich stark, das Zeug. Ich behaupte, und in Deutschland noch illegal. In Deutschland illegal. Ich behaupte auch felsenfest, als es dann in Deutschland zu kriegen war, war es nicht mehr so stark. Weil ich stand ja in der zweiten Reihe und die Jungs vorne sind sowas von rumgehüpft, das ganze Konzert. Ja, aber das ist immer beim ersten Mal so. Ja, aber das Ding ist auch, was ich als bemerkenswerteste an der Geschichte finde, ist, dass es scheinbar vor uns in der Rap-Historie einfach nur Caveman gab. Da sieht man mal, wie lange wir schon unterwegs sind. Aber Red Bull kannst du behalten, trinke ich nicht. Wir haben es dann importieren lassen aus Österreich, heimlich. Ja. So geil fanden wir das. Ja. Ah ja. Ah ja, damit habe ich einiges zu tun gehabt. Ich habe 2 Söhne, die sind 5 Jahre alt, die brauchen das jetzt glücklicherweise nicht mehr. Aber ein Nachrücker ist schon da, der wird mich da noch ein bisschen beim Thema halten. Ja, ich habe eine noch, der ich eigentlich noch viel zu oft für ihr Alter, die ist jetzt 2,5, das Braune hinten wegkratze. aber... Ich habe kein Problem damit. Also Windel wechseln ist True Hip Hop 2040. Yeah, just do it. Pfui. So. Ja, das ist die, diese Plattenspieler von heute, ne? Ich dachte, es wäre eine Rap-Maschine. Nee, das ist so eine Auflegekiste. Virtual DJ, das sagt ja schon alles. Es ist ja nicht so, dass wir uns neuer Technik verwehren, aber das finde ich schon ein bisschen zu wenig. Also es ist ja so, dass da kann man wahrscheinlich auch noch einstellen, dass es von alleine mixt und so. Ist ja schön, es ist sehr hilfreich. Man benutzt das zum Auflegen. Ich lege ja nicht mehr so viel auf, seit es den Kram gibt, finde ich. Braucht man nur noch so ein Ding in den Club stellen. Naja, aber immerhin, auf deinem Soloalbum hast du ein Stück
darüber gemacht. Das stimmt. Ja, also, das und heißt, da sagt die Welt ist eine Scheibe. Ja, und da sagte ich, lass die Timecode-Platten drehen. Also es ist durchaus elektronisch. Das sind aber keine Timecode-Platten. Ich weiß, durchaus elektronisch gepowertes Mixing am Start, aber stilvoll immer noch mit Vinyl, Timecode-Vinyl-Platten, was das originale Handling eben noch beibehält. Ich meine, da lässt sich der Michi einfach nicht ein X für ein U vormachen. Ja. Ah, ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Also erstmal muss man sagen, Andi gewinnt eh in dem Spiel gegen mich. Vor allem, weil ich nicht mitspiele. Ganz schwer, ja. Ich spiele einfach mal gegen mich selber. Aber es heißt viel gewinnt und genau so hieß auch unser zweites Album mit dem Erfolgstitel Die da drauf. Es war quasi unser Durchbruchalbum. Verdammt! Und es ist immer noch ein bemerkenswert tolles Spiel. Das Cover war auch ein bemerkenswert tolles Cover von diesem Album. Das haben wir nie mehr geschafft, so ein schönes Cover hinzukriegen wie bei Viel gewinnt. So, mein Lieber, jetzt bist du aber ganz schön in der Zwickmühle. Ja. Okay, gewonnen. Ja, okay, bis jetzt hat Andi immer gewonnen.